Okay. Was machen wir als nächstes? Wir können Acrylpouring machen. Ich habe nicht so alles da, aber wir könnten es versuchen und mal gucken, wie es wird. So. Das könnte man schon machen. Sehr hoch, die Wanne. Ich mag das nicht, aber naja. Vielleicht ist es ein trauriger Versuch, aber vielleicht ist es auch ein genialer Versuch. Ihr habt euch immer darüber beschwert, dass Acrylpouring so ressourcenverschwenderisch ist. Deswegen habe ich mir, um nicht immer so viele Plastikbecher zu verschwenden, diese Silikonbecher geholt. Das Coole am Acrylpouring ist, dass die Becher durchsichtig sind und man sehen kann, welche Farbe da drin ist. Deswegen habe ich jetzt diese Silikonbecher gefunden. Passt aber nicht so viel rein. 100 Milliliter pro nur, was zu wenig sein könnte. Aber damit könnte man das mal ausprobieren, sag ich mal. Was ist das denn? Das ist eine Bob Ross Leinwand. Just beat the devil out of. Ich glaube, die ist zu schade. Oh, sind alles nur Bob Ross Leinwände. Hä? So, jetzt wird wirklich rumgematscht. Welche Farben nehmen wir? Ich glaube, ich hätte Lust auf ein Bild, das ich mir vielleicht drüben aufhängen kann. Und da ist ja bei mir so ein bisschen orange, lila, so ein bisschen der Vibe. Acrylfarben in der Richtung wären, glaube ich, ganz cool. Ich habe so viele Acrylfarben. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber das Ding ist packed. Es ist komplett voll. Lila. Blau. Rot. Gelb und Gold. Pouring Liquid. Boah, die Flasche ist so schwer. Mein Arm kann das gar nicht halten. Alter. Okay, die ganze Flasche ist immer noch schwer, obwohl die leer ist. Die ganze Flasche aufgebraucht. Und gut rühren, dass es keine Klümpchen ergibt. Das Lila sieht voll abgefahren aus. Es sieht halt aus wie das Lila. Also das, was ich drauf getan habe, ist keine weiße Farbe. Das macht es nicht heller. Und das streckt nur die Acrylfarbe, dass sie einfach flüssiger ist und man die halt gießen kann. Aber es sollte theoretisch die Deckkraft und so beibehalten werden für eine Acrylfarbe. Junge, Junge, Junge. Also diese Becher sind so scheiße, weil die so weich sind. Komplette Katastrophe. Dieser... Also heute ist Acrylpouring wirklich worst. Also wirklich das Schlimmste, was wir je hatten. Das ist ja so ungemütlich. Ich muss neue Sachen holen, das macht damit keinen Spaß. Also diese Scheiße ist einfach zu hoch. Diese Becher sind scheiße und ich brauche noch einen großen Becher eigentlich. Damit man halt einen schönen Dirty Pour machen kann. Das bedeutet, man gießt alle Farben in einen großen Becher und dann kann man das so da rausgießen. Wir könnten diese Flasche nehmen dafür. Das wäre jetzt richtig wild. Sollen wir das versuchen? Ich glaube, wir können eine größere Leinwand damit machen. Bereue ich das jetzt gleich, wenn ich eine größere Leinwand nehme und das scheiße wird? Kannst ja zwei Bilder draus machen. Oh, vielleicht zwei, die so, vielleicht so berührenmäßig. Wisst ihr, was ich meine? Die so weitergehen. Okay. Let's get to pouring. So, wie mache ich das jetzt? Vielleicht machen Dirty Pour über das Ding. Aber ich habe jetzt keinen Becher mehr. Um dieses bisschen Rest noch wegzutun, ne? Oh, das ist kein großes Einmachglas. Ein Liter Glas? Ich gehe mal gucken, ob unten irgendwas ist. Hallo, liebe Freunde, ich bin zurück. So. Ah, ich habe das gefunden. Wir versuchen es jetzt einfach. Wir schichten die Farben einmal in der Reihe nach auf und dann wieder der Reihe nach. Erstmal lila. Ich glaube, als nächstes packe ich Gold rein, damit es direkt nebeneinander ist, damit es mir den größten Kontrast ergibt. Ich will ja keinen Verlauf. Dann blau. Dann rot. Richtig entspannt, ja. CEO of chillige Streams hier. Ich glaube, es ist literally ein Tag bei mir auf Twitch. Einfach entspannt. So, und jetzt noch dieses indische Gelb. Ich glaube, das wird scheiße. Und ich glaube, das reicht. Okay. Ich brauche ein bisschen Hype im Chat. Ein Trommelwirbel, bevor wir diese Katastrophe jetzt abziehen. Ich brauche mehr Spam. Alles klar, Leute. Das ist übertrieben schön geworden. Ich mag das Gold. Spacey as fuck, ich liebe es. Ja, voll. Ey, ich bin richtig überrascht. Gut, ich habe jetzt aber noch 5 Becher voll mit purem Liquid. Was machen wir denn jetzt damit? Idee, schieben das Bild so ein bisschen auf Seite und machen noch eine Leinwand. Jetzt mit Olivenöl probieren. Diesen Trick hat letztens immer von euch im Stream gehabt, wo ich war so, boah, ich habe leider nichts. Keine Plastikfolie als Unterlage. Ich meinte so, hä? Schneid doch eine Mülltüte auf. Krank Genius. Ich schmeiße das nicht in den Müll, ich leg's nur auf Seite, damit es trocknen kann. Hä? Was, ich schmeiß das weg? Okay, safe. So, die sind ein bisschen größer. Ich fand's cool mit dem Lila zuerst. So, und jetzt versuchen wir auch nichts zu verschwenden und machen die alle so richtig, richtig leer. So, und dann direkt Gold drauf. Dann blau, blau-gelb, rot-gold. Ich glaube, das wäre geil. Olivenöl. Oh, das mache ich ins Gelb und ins Gold noch rein. So, dann nochmal Gold, aber diesmal Olivenöl. Alter, ich werde diese Flasche so ficken. Ich, ja, die Flasche gehört jetzt im Creative-Raum.
Wie holt sich das für mich, Alter? Vielleicht ist es zu viel reingemacht. Bei Silikon macht man immer nur so ein paar Tropfen und nicht so einen Schluck. Naja, Experimente. Juhu, juhu, juhu. Sieht aus wie Scheiße hier, oder? Einfach so Galaxy-Dreck, oder? Richtig schön, mit den Schimmern auch von dem Gold drin. So, und dann, oh Gott, das Gelbe gibt gleich um, Alter, holy shit. God bless, das war knapp. Sieht so lecker aus, Alter. Wirklich, von Acryl-Pouring-Farbe sieht immer so lecker aus. Ich will das essen. Basically die gleichen Farben, bisschen andere Reihenfolge und wir haben jetzt noch zwei Öle in Gelb und in Gold reingekippt. Bin so gespannt, wie das Outcome gleich ist. Acryl-Pouring ist so ein bisschen Malen für Faule. Du kriegst so geile Bilder, aber du musst nicht so 40 Stunden ein Bild malen. So, du willst so Kunst machen, aber du hast so 5 linke Hände. So, das war's. Jetzt kommt wieder der most fun part, nämlich, dass alles schief geht. Boah. Kurz ein Minütchen warten, bis das meiste runtergelaufen ist. Ja, ihr seid gut erzogen. Ihr macht schon Hype im Chat. Sehr gut, sehr gut. Okay, Trommelwirbel bitte. Bisschen schwer, das zu ziehen. Das ist an dem Punkt auch in meinen Armen. Ups. Ihr seht das gar nicht, ne? Aber diese Muster sind richtig schön, die hier unten drunter quasi passieren. Und ich versuche gerade an Stellen, wo wir ein bisschen Farbe noch brauchen, diese Muster zu nehmen und die hier so an die Kanten zu schmieren. Oh, meine Haare. Interessant, bisschen orientalisch geworden. Der Part gefällt mir richtig gut, der ist richtig leuchtend. Mein Lehrmann ist ein bisschen zu groß gewesen. Wir hätten noch so 1-2 Becher mehr gebraucht. Aber diese Pouring Liquids sind immer so teuer. Was kostet denn eine? Also so eine 1 Liter Flasche kostet schon so 40, 50 Euro. Mehr vielleicht. Schon fucking teuer. Action ist günstig. Ich habe auch schon günstigere probiert. Ich finde die Pouring Liquids, die haben halt einen ganz krassen qualitativen Unterschied. Also ein geiles Pouring Liquid ist es halt dann, wenn es so richtig, ich sag mal, leuchtend ist. Wenn die Farben nicht grau werden, wenn du es reinigst, sondern die Farben quasi ihre Pigmentation behalten und das richtig schön verläuft und das richtig schön Zellen geben kann und so weiter. Das hat ja überkrank Zellen gegeben und überkrank gelaufen jetzt mit dem Öl. Ihr seht, was Öl macht, ist, dass es überall diese kleinen Pünktchen reinmacht. Das ist halt ganz geil. Und man kann die noch verstärken, wenn man die erhitzt, dass die noch größer werden. Was halt das große Problem bei Acryl-Pouring ist, damit du eine große Leinwand machst, brauchst du wirklich viel Material. Wirklich viel Material. Und es muss halt auch High Quality sein. Es gibt auch Pouring Liquid für so 10 Euro. Aber das ist halt scheiße. Das habe ich schon mal benutzt. Das haben wir in meinem Stream, haben wir mal einen Test gemacht und mal mehrere probiert, auch mal günstige probiert. Und das günstige, das war einfach alles nur grau und es war so körnig und es sah nicht schön aus. Und das ist halt so richtig, das ist so richtig leuchtend, glänzt richtig. Ja, das ist so. Das sieht man in der Kamera gar nicht so gut. Das hat wie so eine spiegelnde Oberfläche. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Das von Amsterdam ist gut, das von Liquitex ist gut. Aber viele günstige sind leider, leider scheiße. Ich bin gespannt, ob sich das noch verändern wird. Wir haben halt jetzt auch 5 Farben benutzt, ne? Wir haben ein bisschen viel Gold benutzt. Ich finde, das hier in der Mitte ist sehr wischiwaschi mit dem Gold geworden. Ich glaube, eine Ladung Gold wäre perfekt gewesen. Und für die Größe an Leinwand. Also für eine 30x40 Leinwand, so ein halber Liter, das war gut. Aber für eine 40x50 Leinwand braucht man schon mindestens so 700 Milliliter, eher so 800. Bleibt der Glanz? Ah, nee, ja, der Glanz bleibt. Wenn es ein geiles Pouring Liquid ist. Das Pouring Liquid macht es nur flüssiger und vermehrt es, aber es macht es nicht heller oder dunkler oder verändert die Farbe. Die Farbe bleibt so knallig, wie sie ist. Wenn nicht sogar ein bisschen knalliger, weil sie durch das Pouring Liquid sogar noch so ein bisschen Glanz kriegt, mäßig. Deswegen, das ist schon sehr cool. Ja, cool. Bin ich erleichtert, dass das funktioniert hat. Welche Marke war das Liquid nochmal? Das war jetzt das von Amsterdam, das Pouring Medium 014. Welches ich aber auch gut finde, ich kann es nochmal beide in die Kamera halten, wenn ihr möchtet. Das ist das von Liquitex und das ist das von Amsterdam. Die beiden sind sehr schön. Das ist jetzt das, was wir heute benutzt haben. Das ist das, was ich für meine alten Bilder benutzt habe. Das ist auch sehr schön glossy und flüssig. Und hier drauf Gloss Brillant. Das gibt es auch in matt zu kaufen, aber ich mag halt lieber glänzende Bilder. Kostet das viel, ja. Also diese beiden Bilder haben jetzt schon gut 40 Euro gekostet. Das ist schon teuer. Dafür, dass du ein geiles Bild für die Wohnung oder so hast, ist es halt nicht teuer. Ne? Also wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt irgendwie selbstgemachte Kunst, so ein großes Bild kaufen, das ist halt so 20 Euro Materialkosten oder so nicht so viel. Wenn du es dir aber ums Machen und ums Hobby geht, dann ist es schon ordentlich.
Das mag denn dein Müll dann aber auch. Manche kommen dann noch mit einem Föhn und so. Also ich habe früher auch mit so Bunsenbrenner ein bisschen gearbeitet und so, ne? Und ich finde tatsächlich weniger Farben besser. Also ich habe jetzt 5 Farben gemischt, das ist schon echt viel. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen probieren, wie es aussieht. Ich glaube, am Ende wäre es schöner gewesen, hätte man weniger Farben gehabt. Und die vielleicht ein bisschen abwechselnder Geschichte zum Beispiel, weil dann ist es nicht so chaotisch und bunt. Und ich habe zu viel Gold reingetan, das ist in der Mitte, es ist zu glänzig fast schon. Ich bin eher Fan von satten Farben. Welche Farben passen am besten zusammen, deiner Meinung nach? Was kommt ein bisschen darauf an, auf was für eine Ästhetik du gehst? Also ich habe ja versucht, zum Beispiel ein grünes Bild zu machen und grün ist echt schwer. Grün kannst du eigentlich nur mit grün, dunkelgrün, heller grün, weiß, aber schwierig. Eher in Pastelltönen bleiben ist cooler zum Beispiel. Ich habe jetzt die Farben genommen, weil das so die Farben sind, die ich auch drüben im Streamraum und so habe, aber wie viel von der Farbe am Ende des Tages rauskommt, kannst du immer nur ganz schwer haben, ne? Also wenn du jetzt das andere Bild zum Beispiel anguckst, da ist es halt nur blau und lila und da ist ein bisschen grün drin, obwohl ich kein Grün benutzt habe. Aber ich habe genauso Rot, Gold und Gelb reingetan. Und von dem Rot, Gold und Gelb sieht man fast nichts, nur so ein paar Punkte. Ich finde es auch immer schön, wenn noch Weiß oder Schwarz dabei ist. Also ich habe zum Beispiel auch Leute gesehen, die gesagt haben, okay, ich mische das Liquid zum Beispiel mit Schwarz und mache mir irgendwie drumherum eine schwarze Basis und dazwischen ist ein bisschen was frei und da gieße ich dann mir die Farben rein, dass sie so ins Schwarz ein bisschen laufen können. Für so ein bisschen sowas wie einen Galaxy-Effekt. Kann auch cool aussehen. Es gibt richtig viele Videos auf YouTube, wo Leute Acrylpouring-Techniken zeigen und erklären und das ist immer das Gleiche. Nur halt verschiedene Farben oder verschiedene Schichtungsmöglichkeiten. Oder Silikonöl, kein Silikonöl, Bunsenbrenner, kein Bunsenbrenner, Föhn, kein Föhn. Föhn verändert das Gesamtbild aber schon extrem, da die Farben ja nicht so fließen, sondern eher gepustet werden. Ja, genau. Ich versuche zum Beispiel bei meinen Bildern das so wenig wie möglich zu bewegen. Weil ich finde, in dem Moment, wo du es bewegst, fließt alles auseinander und du hast eher so Streifen. Und ich mag das lieber, wenn es organischer aussieht. Deswegen versuche ich lieber mehr Farbe zu nehmen und dafür weniger so hin und her zu bewegen zum Beispiel. Finde ich schöner.